Ich bin der Günther. Ich komme zu deinem Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy 2. Wir sind immer noch in Welt 5, haben letztes Mal die Heiß-Kalt-Galaxie abgeschlossen und die Schlingersand-Galaxie begonnen, die wir auch fertig machen. Oh, was? Der wurde mir nicht angezeigt, dass ich den bekommen habe, oder? Kann es sein, dass das Spiel mir verheimlicht hat, dass ich den bekommen habe, den Kometen da in der Glitzerstrandgalaxie? Das würde zumindest auch einiges erklären. Aber den haben wir definitiv erst Ende der letzten Folge bekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum es die ganze Zeit nichts gab. Schneller lässt einen jetzt auf einen Zeitkometen schließen, aber wenn man hier die Vorschau sieht, merkt man, es ist kein Zeitkomet. Sondern diese Wechsel von den Farben. Werden deutlich schneller. Da drüben gibt's auch schon einen Checkpoint. Gut, erster Checkpoint. Ich glaube, hier sollte man wirklich nicht versuchen zu cheesen. Ich hab's trotzdem gecheased. Übrigens hast du nicht das Zeitverschwörer. Warum? Da bist du Yoshi drin zahlen. Yoshi? Ich dachte Max Kraft. Oh! Ja, dann ergibt's durchaus Sinn. So, und damit sind wir hier beim letzten Abschnitt, der ausgebaut wurde. Letztes Mal war es relativ zweidimensional, sage ich mal, diese Pyramide. Dieses Mal allerdings nicht. Boah, Mann, das ist echt eklig mit der Kamera. Hierhin, da oben und da hinten sind noch welche. Mit Yoshi kann man halt echt viel skippen. Nein, ganz eklig kann man, genau so. Oh Gott! Junge! Das war ganz, ganz weird. Yoshi hat irgendwie sich leicht seltsam verhalten. So, und das haben wir zum Glück auch schnell geschafft. Nicht unbedingt selbstverständlich, das ist nicht mal so einfach. Hat man vielleicht bemerkt. Ging doch relativ schnell. So, war das jetzt nicht die Komplettierung von Welt 3? Es müsste sein. Wir haben jetzt hier, 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 wir haben die Welt 3 komplettiert. Die ersten drei. Und in der hier fehlt noch hier, hier und da, wo wir jetzt was machen. Nein, was? Hier bekommen wir noch ein nerviges Minispiel und beim Boss bekommen wir halt auch wieder einen Kometen, wie immer. Wo wir gerade bei nervig sind, das trifft, denke ich, am besten auf das hier zu. Die lila Münzen Strandraserei. Es ist gleich wieder Yoshi. Und wirklich nicht toll. Wenig Zeit. 100 brauchen wir. Ich glaube, das sind nicht alle. 140 gibt's. Aber mit Turbo Yoshi das so genau zu steuern. Was? Wie kann man da zwischendurch rennen, ohne eins einzusammeln?
Ja, das schaffen wir nicht mehr. Ja, wir müssen den aber, glaube ich, auch im Zeitlimit einsammeln. Nee, doch nicht! First try? Hä? Sag mal, was ist mit all diesen Kometen los? Ich dachte, die wären schwer, aber ich habe ja auch noch übel gefällt. Und trotzdem habe ich es geschafft. Ich habe locker hier 7-8 Sekunden einfach weggeworfen. Was ist denn los, Alter? Ich weiß, dass es in vielen Spielen, die ich früher gespielt habe, so ist, dass ich inzwischen einfach viele Dinge, die ich damals nicht hinbekommen habe, heute einfach finde. Aber so extreme Unterschiede, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich relativ auf das Let's Play hier gefreut habe, weil ich wirklich Mario Galaxy 2 noch nie 100% gespielt habe. Und wirklich sehen will, ob ich es inzwischen gescheit hinkriege, womit ich schon rechne, also. Ich weiß, dass es einige Dinge geben wird, die mich ein bisschen aufhalten werden, aber ich werde schon hier das 100% Let's Play hinbekommen. So, wir könnten hier jetzt einiges an Zeit verwenden. Luigi, moin, du kriegst keinen Auftritt. Und das hier ist doch Sternteile. Aber das hier ist doch Sternteile. Ich dachte, hier wären Max Kraftpilz, aber da sind ja noch ein paar Schichten. Hier ist ein ganz weirdes Minispiel. Bei dem sich eigentlich diese Pfeile, die die Schwerkraft bestimmen, daran anpassen, wo man gerade steht. In meinem Fall, ich stehe hier. Tatsächlich, hier sind wir gespawnt, aber konnten wegen der Schwerkraft, die da lang gezeigt hat, nicht hierhin. Ja gut. Kann ich irgendwie zu der Röhre da kommen? Also zu der orangenen. Ja, oder? Oder kann man da nicht rein, wenn die Schwerkraft nicht hin zeigt? Doch. Okay. Ich dachte, die gibt vielleicht einen Bonus. Naja, vielleicht lässt sein einfach nur ein Teil hier skippen. Scheint ja so, als hätte ich mich mit dem Max Kraftpilz vertan. Scheint hier wohl doch keinen zu geben. Hier oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das gescheit gemacht hat. So. Unfassbar nervig. Man muss gefühlt immer direkt bei der Berührung springen, Drehattacke und das jedes Mal wiederholen, um ganz langsam gegen den Strom vorwärts zu kommen. Eines der am unnötigsten versteckten Secrets im Game. Weil, ich kann das euch schon sagen, da oben chillen 3 One-Ups normalerweise. Yay. Das Beste ist, dafür, dass man um einiges weniger nervig die erste Passage hier den Level mit dem Trick skippen kann. Dieser Bereich in der Werbe hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Zum Spielen macht's nämlich keinen. Ja, es ist so unmöglich. Gebt euch halt, wie lang man braucht, wie wenig man vorankommt. Und das alles für 3 One-Ups. Weiter, gleich hast du's, Mario. Ja! Und hier sind sie, die 3 One-Ups, die unsere Lebenszeit komplett unnötig nehmen.
Jesus Christ, wer hat gedacht, dass das eine gute Idee wäre? Genauso wie dieser Abschnitt, ich mag das wirklich nicht. Wir sind ja auf so einem komischen Sandfluss, das doch empfindlich auf die Umgebung reagiert. Aber keine Angst, die Teile tauchen wieder auf. Der Sand hier ist Treibsand, deswegen nicht berühren, da ist man sofort tot. Auch Gegner können das Floß beschaden. Was sie auch leidenschaftlich gerne machen. Als ob. Ja, sehr schön, die Mütze kann ich behalten. Es ist wirklich wichtig, die Kamex loszuwerden, ansonsten. Jetzt nehmen wir hier nochmal ein bisschen Fahrt auf. Hier an diesem Punkt ist man eigentlich relativ sicher, zumindest bis hier. Hier ist eigentlich die Mitte das sicherste. Hier, das ist echt nicht easy. Und jetzt kommt erst der Gag. Guck mal, ein zielsuchender silberner Kettenhund. Der mich aber auch nicht vom Stern weghalten kann. Sehr schön. Ja, läuft ganz gut. Letzte Folge hat auf jeden Fall schlechter begonnen. Und wir sind inzwischen bei fast der Hälfte der Folge und ich erinnere mal noch von Beginn. Das fühlt sich einfach so kurz an. 77 Sterne. Ich wollte gerade sagen, du laberst jetzt doch was von wegen 77 ist eine Glückszahl, ne? Schau mal, du hast genau 77 Sterne, Glücksbild. Ja, schön. Super, den Beitrag habe ich gebraucht. So, wir können jetzt hier, nein, hierhin oder hierhin. Gehen wir mal hierhin. Hier gibt es einen regulären Stern und es gibt einen Bonusstern, der wirklich, ich sag's so. Kennt ihr noch das Müllminispiel aus Mario Galaxy 1, das viele als einen der schlimmsten Abteile des Spiels, als einen der schlimmsten Sterne ansehen? Seht ihr, was für ein Planet da hinten schwebt? Sie haben das Ganze nochmal ein bisschen verändert und neu genutzt. Ich glaube, wir hatten doch sowas in die Richtung, sogar schon in der ersten Galaxie dieser Art. Das Gute ist, dass man wenigstens nicht lange hinlaufen muss, da ist die Röhre schon. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es läuft. Hier haben wir schon Feuerblume. Ihr seht bereits die orangene Röhre, für die ich noch das hier freimachen muss. Ich glaube, hier gibt es auch noch irgendwo ein Max-Kraft oder One-Up-Tilts. Yo! Ich dreh noch durch, Tag für Tag bekommen wir mehr Kisten voller Schrott. Ah, verbrenn diese Kisten. Vergnügen hab ich daran definitiv nicht. Nein! Natürlich respawnen die auch alle. Ich meine, ist ja logisch. Scheiße, das war's. Ja, da stehen auch schon wieder welche. Man darf wirklich keinen Schuss verfehlen in diesem Level.
Ja, man darf keinen Schuss verfehlen. Es ist so nervig, ey. Es hat schon einen Grund, dass niemand diese Art Minispiel im ersten Teil mochte. Ich probier mal so. Was ist das? Warum bewegst du dich nicht, Mario? Ja, komplett verkackt in jeder Himmelsrichtung. Schlechtester Try überhaupt. Da stand noch die Hälfte. Ja, Digga, mach doch selbst, du Haufen Scheiße. Wieso habe ich nur 20 Sekunden dafür? Die Frage habe ich zwar schon gestellt, aber ja, das war's wieder. Ich frage mich halt echt, was die hier wollen. Was? Das hat gereicht? Hab ich gerade mit einem Feuerball gefühlt die Hälfte aller Kisten auf dem Feld abgeräumt? Ich hab's geschafft! Ja! Was? Das nenne ich Einsatz. Danke. Ich hab hier einen Stern gefunden. Hier, nimm ihn. Oh, als ob. Ich war mir sicher, dass der Versuch nichts ist. Aber dieser eine Throw, der wirklich, der hat hier alle Kisten inklusive denen hier abgeräumt. Und hier, glaube ich, auch noch ein oder zwei. Also das war wirklich... Ich glaub, das Wichtigste ist wirklich, den Wurf zu landen. Dann hat man es eigentlich geschafft. Ja, jetzt kriegen wir hier die Feuerblume. Damit haben wir schon mal eins der schlimmsten Minispiele im Game. Den Schrott will keiner haben! Genau, Nintendo! Warum baut ihr ihn dann? Oh nein! Kann ich bitte nochmal das Minispiel machen? Ich glaube, mein Weltall. Was ist das für ein Spruch? Das ist eine Blume mit Augen. Du bist seltsam. Darf ich bitte das Minispiel nochmal machen? Ich will diesen Kometen nicht. Ich habe euch letzte Folge schon von dem erzählt, wie schlimm der ist. Ah, nimm meine Sternteile, du Haufen Kacke. Hey, zum ersten Mal über 2000 im Lager. Jetzt ist er Krieger. Jemand könnte mir die klauen, deswegen trage ich jetzt den Schild. Was bist du für einer? Ja, hier können wir gleich noch das Normale machen, aber vorher... Motivation. Okay, komm. Wir haben das in Welt 3 auch unfassbar gut hinbekommen und besser als erwartet. Das schaffen wir jetzt auch. Ich hab's euch ja schon angekündigt, Risikokomet bei dem ekelhaften Boss. Also, wir müssen das hinbekommen. Verpiss dich, du kleiner Kotau. Ich konnte hier nicht offensiv gehen. Ich hätte sonst einen auf die Schnauze bekommen. Nein. Wie lange bleiben die eigentlich, diese Dinger? Bleiben die
ganze Zeit. Nein! Was machst du? First try! Jawohl! Boah, wir schaffen diese schweren Challenges heute aber wirklich alle gut. Wir hatten schon die, wie auch immer die jetzt heißt, diese Rhythmusgalaxie, den Kometen hatten wir. Wir hatten die Glitzerstrandgalaxie, den Kometen. Wir hatten das ekelhafte Minispiel aus der Schwerkraftwechselgalaxie da. Wir hatten diesen Risikokometen. Also wir schaffen heute wirklich viele anspruchsvolle Sterne das und dann alles nur, sehr gut. Dass du es heute nicht mehr schaffen wirst bei der Gourmet-Nummer-Galaxie, den zweiten Stern freizuschalten. Die hab ich sowieso schon gesagt, mache ich als letztes. Natürlich abgesehen vom Boss, die ist so scheiße, Alter. So, jetzt können wir das hier machen. Ist nicht im Ansatz so schlimm wie der Bonusstern, deswegen. Deine Warnstern bei Gourmet-Nummer-Galaxie ist ganz in Ordnung, weil man die Kometen nicht braucht. Ich weiß. Du musst mir nicht erklären, was da los ist. Ich habe ehrlich gesagt vor der Kometenmünze auch mehr Angst als vor dem zweiten Stern. So, warte, Aimbot. Das ist eigentlich etwas traurig, dass ich einfach tatsächlich dann noch die Aufgabe geben wollte, die Kometenmünze nochmal. Nein. Außerdem lief die Folge bisher gut genug ohne dich. Du brauchst jetzt nicht hier wieder alle zu sagen, was in den Galaxien, die noch kommen, abgeht. Was war das? Nicht mal die Münze kriege ich. Nein, ich wollte auch nicht. Naja, dann halt so. Aber im Vergleich zum Bonusstern ist das hier wirklich ein Kinderspiel. So, jetzt wechselt sich das einfach im Rhythmus. Diese Gegner sind nur auf einer Seite, wenn sie da stehen, gefährlich. Das war ein Genius-Play. Kometenmünze ist wirklich keine große Challenge, wie ihr gesehen habt. Stimmt, ist hier dann nicht auch schon... Ja, wir hören ja schon. Boah, schütteln. Ich hab die Kack-Fernbedienung geschüttelt. Aber dann halt so. Ja, damit haben wir auch den Stern geholt und wir schaffen noch einen weiteren. Ich überlege gerade, wir hatten heute so viele nervige Sterne. Soll ich vielleicht doch versuchen, die Gourmet-Luma-Galaxie zu machen? Das würde halt komplett eskalieren, rieche ich schon. Du warst ja gar nicht weiter, hast du überhaupt keinen Sternteil. Das habe ich definitiv. Okay, das war's. Keine Gourmet-Luma-Galaxie heute. Ich habe über 2000 beim Toad. Den Komet machen wir nächste Folge. Ich hab grad Bock auf Selbstverstümmelung. Warum mach ich das? Und nächste Folge fragst du mich, oder wie ich eine Zeitturne. Warum wurde mir der aus der Glitzerstrandgalaxie angezeigt? Keine Ahnung. Weil ich bild mir einen nicht, aber der war auf einmal da.
Du kleiner, ekelhafter Haufen Kacke. Ich fütter dich nur, um dich dann am Ende besser schlachten zu können. Du möchtest in der Galaxie schlachten? Nein, Notschlachtung. Dem ist nicht mehr zu helfen. So, jetzt gerade bei der Statue könnte man meinen, die beiden sind Zwillinge. Verwandle dich bitte nicht. Doch, warum kannst du mir die Sterne nicht einfach geben? Und die Kometenmünze? Darf ich anmerken, dass die Galaxie auf der Overworld verdammt große Ähnlichkeiten... die hat verdammt große Ähnlichkeiten mit der da auf der Overworld. Die Sturzfluggalaxie. Zeit für noch mehr Selbstverstümmelung. Wer es nicht kennt, Tuku-Gleiter. Es gibt noch eine zweite Galaxie davon. Und wieder müssen wir 5 Tore für die Kometenmünze durchfliegen. Und diese Tore... Nein. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das Let's Play früher geschaut haben, sich nicht mehr an die 5 Tore erinnern. Der Tuku-Gleiter mag dich. Eigentlich will ich nicht, aber... Ich muss wohl. Das normale Level ist voll in Ordnung. Genauso wie das Wettrennen, das es auch hier dann gibt am Ende. Ich habe halt auch keine genaue Ahnung mehr von allen Positionen der Tore. So, 2 haben wir. Hä? Okay, ich dachte, man wäre One-Hit, also war es nicht so schlimm. Ich hatte den Kack sogar noch schlimmer im Kopf, als er eigentlich ist. Das heißt, oh fuck, ich bin tot. Digga, warum kann man denn kein bisschen nach oben? Das ist ein fucking Vogel! Wieso kann der kein bisschen nach oben fliegen? Vor allem, ich muss teilweise hier für die Dinger im Sturz fliegen. Aber ich darf's nicht. Weil ich sonst an den Boden knall. Ich glaube, ich sollte hier nicht unten lang. Kann das sein? Der Teil zeigt aber genau den Weg und gleich für das Tor. Okay, das war knapp, da kann man auch... Das ist halt das Behinderte. Hier stehen so random Säulen, an denen man one-hit ist. Genau, die sind das Problem bei dem Tor. Es kam hin und die haben halt vor, dass sie nicht schaffen, rechtzeitig zur Seite zu kommen. Also ich würde vor allem so gerne diesen Max-Kraft-Pilz mitnehmen. Aber das Tor sagt nein. Deswegen haben wir gleich hier noch platziert. Leicht knapp. Da war ganz leicht, da war noch 2 Millimeter Platz dazwischen. Ja, hier ist jetzt wieder die Stelle, bei der ich... Hier muss man doch gefühlt fast nach oben fliegen. Besser als erwartet. 3. Versuch war das jetzt, glaube ich. Unter 1 Minute mit Kometenmünze. Sehr schön. Geflogen, der Tuku-Gleiter freut sich. Ich freue mich auch, dass ich so gut hinbekommen habe. Jawohl. Das war's dann auch mit der heutigen Folge von Mario Galaxy 2. Heute kann sich keiner beschweren. Wir haben wirklich fast nur... wirklich schwierige oder nervige Sterne gemacht. Vielleicht mit einer Ausnahme beim normalen vom Schwerkraftparcours. Ansonsten wirklich viel anspruchsvolles Zeug. Gut rasiert.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like auf dem Video dalassen. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr so etwas nicht mehr verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns vielleicht schon langsam dem Ende der fünften Welt nähern. Bis dann und ciao.